Herzlich willkommen zurück. Assassin's Creed Odyssey. Skyros Teil 2. So, wir sind mit dem Schiff wieder zurückgefahren, nachdem uns das Spiel einfach mal auf den Meer geschickt hat, wo ich nicht hin wollte. Haben eine Piratenfestung gefunden mit betrunkenen Piraten, die mich, ich glaube, 6-mal desynchronisiert haben. Also ja, das Spiel hat eben die Tote nachgeholt, die ich in den 2-3 Sessions davor nicht gehabt habe. Hilfe! Ja? Ich danke dir. Ist das vielleicht gut oder ist das schlecht? Der hat um Hilfe geschrieben, ich habe Hilfe gewährt. Wir alle wissen, das Massaker von Mykonos, wo meine Entscheidung einen riesen Stein ins Rollen gebracht hat, die nachher ein übles Ende genommen hat. Ich sehe aber, die Festung ist noch nicht abgeschlossen. Ein Ostrakon-Rätsel. Ja, das Bild habe ich versehentlich geschossen. Warum nicht? Ja, da müssen wir doch nochmal hin. Machen wir mal auf den Rückweg. Oder also, was machen wir jetzt? Bevor ich das vergesse. Nachher schickt uns das Ostrakon-Rätsel wieder auf die andere Seite. Und das geht natürlich nicht. Der Bär ist schon wieder da oben. Ich hoffe wenigstens, dass die Gegner jetzt weg sind. Flugsaurier! Ah ne, das sind Geier. Das Haus wie ein Pteranodon. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Scheiße. Ja, hat sich erledigt. Hat sich nicht erledigt? Olle! Come on. Mann, habe ich den mal massakriert, der Arme. Okay, es sieht sicher aus hier. Da ist immer die eine. Schlangenbogen. So, jetzt muss ich auch mal kurz das Rätsel finden. Da. Und da unten ist eine Truhe. Wir nehmen uns erstmal die Truhe. Motor? Gut, und jetzt das Rätsel. Auf dem höchsten Gipfel der Brockenbucht findest du im Süden, was du gesucht. Unter dem Steinbogen, wo Theseus gestorben, liege ich tief im Wasser verborgen. Der Brockenbucht im Süden. Gut, unter einem Steinbogen ist Theseus gestorben und dort liegt
Unter Wasser verborgen. Okay, das müsste also im Süden von dem Insel sein. Das werden wir herausfinden. Dann müsste der Brockenbucht ja dann da vorne sein. Na, schauen wir mal. Kriegen wir raus. Eine weitere Quest. Vielleicht eine Quest wie in der letzten Folge, die ich bezahlen muss, um sie auszulösen. Brauchst du etwas? Siehst du mein Brandzeichen? Es bedeutet Ausreißer. Und die Soldaten haben es gesehen. Es kommen noch mehr. Ich schaffe es nie an ihnen vorbei. Das heißt also, ich soll für Schutz sorgen? Ja, ganz genau. Also gut, ich passe auf dich auf. Wow. Oh, der... Vorsicht! Mord? Warum Mord? Ich soll den Ver... Er ist weg. das war's. Ich denke, ich kann zufrieden sein. Du kannst wirklich gut kämpfen. Du bist sicher. Es ist nicht viel, aber nimm es. Für deine Mühen. Ein ganz normaler Tag. 1000 verdientes Geld, schön. Das war leicht. Und nochmal ein verlorener Schlüssel dazu. Kopfgeld habe ich aber behalten, ne? Ja, natürlich. Mann, was macht das Spiel wieder? Gut, speichern wir mal. Oh, ich glaube, bei 5 war auch Quicksave, ne? Muss ich mir merken. Drachmen, wie viele Drachmen habe ich gerade im Inventar? Das ist eine sehr gute Frage. 23.633 reicht für 2 Schiffs-Upgrades, aber mir fehlen noch Tafeln. Die letzten haben wir für den Rumpf und so ausgegeben. Und einige Sachen epischisiert. Wilde Höhle entdeckt. Ekelhaftes Lichtbleeding hier. Wie auch mit der Reihe hier reingekommen ist. Oh, da ist der Steinbogen, von dem das Spiel sprach. Sollen da nicht irgendwelche Tiere sein? Ich habe keine gesehen. Hey, da war ich doch gerade.
Biel, meine Frage, wie soll ich den besiegen? Der ist in der Mauer drin. Gibt's einen Cheat dafür? Kill All oder sowas? Ich finde das jetzt ein bisschen unfair vom Spiel, dass er mir den Gegner vorenthält. Okay, wir müssen hier später nochmal zurück. Vielleicht ein Reload? Jedenfalls können wir das noch nicht beenden hier. Da müssen wir hin. Boah, müssen wir ein Stück klettern. Kimon Lager entdeckt. Ein Schatz, Mensch. Ich benutze einen Speer und ein... Ich glaube, ein Dolch. Ja, Dolch und Schwert. Dolch und Speer. Spartaner seid ihr nicht, ne? Nö. Immer das ist. Hör gefälligst auf! Eins. Zwei. Und drei. Dein letzter Atemzug. Gehört mir. Ich sehe gerade im Hintergrund, ist die Version von dem Kampfende von Origins gewesen, kann man so sagen. Da wo Bayek auch in der Ladezone immer gerannt ist. Das fand ich cool. Das, was gerade gewesen ist, die Spezialfähigkeit, was ich gerade angewendet habe, die cool ist, ist Elite-Attentat. Eiliges Attentat. Da können wir nämlich auf die meisten Gegner springen und machen 130 Attentatsschaden. Je höher der ist, desto besser natürlich, ne? Und unser Attentatsschaden ist aktuell bei 45.000 und damit relativ hoch. Also man kann nur fast sagen, ich bin auf dem Attentäter geskillt eigentlich und nicht für einen offenen Kampf. Aber um mal eben schnell was zu erledigen, ist das schon eine sehr nützliche Fähigkeit. Es wird dunkel. Cassandra wird müde. Wir sollten einen Punkt zum Rasten suchen. Wir sind aber mitten am offenen Gewässer, kann man sagen. Kopfgeld wurde entfernt, das ist cool. Ich speichere und das Kopfgeld ist weg. Ja, jetzt geht die Sonne aber ziemlich schnell unter. Wir haben jetzt wahrscheinlich 21 Uhr oder sowas. Komme ich hier noch irgendwann runter? Hier kommt man runter. Brutale Sonnenuntergang, ey. Heros Sturz entdeckt.
Leider kommen wir zu spät, um den Sonnenuntergang zu sehen, aber da hätten sie immer noch die Reste davon. Jetzt ist aber schlagartig dunkel hier. Ich werde aber nicht in der offenen Wildnis meditieren. Vor allem, weil wir jetzt auch noch nach unten müssen. Kennst du diesen Ort, Ikaros? Hier hat Lykomedes Theseus in den Tod gestoßen. Cool. Cool, dass Cassandra sowas mal erwähnt. So, jetzt gucken wir uns das Ostraka-Rätsel nochmal an. So, im Süden wirst du gesucht. Unter dem Steinbogen, wo Theseus gestorben, liege ich tief im Wasser verborgen. Hoffentlich gibt es keine Haie hier, sonst bin ich tot. Da sein, oder? Soll ich das denn hier finden im Seetang? Was haben wir hier? Oh, hier ist ein Schiff. Okay, ein Schiffswrack. Da ist was. Hat hier eine Beinschiene. Braucht das Messer und Drachmann. Und das Rätsel ist gelöst. Wunderbar. Sehr gut. Nichts an wie an Land mit uns. Oh, sogar ein Boot. Cool. Vielleicht brauchen wir das sogar. Nee, ich brauche das nicht. Obwohl. Ah, schwer zu sagen, der Weg ist ziemlich weit. Und ich will noch zur wilden Höhle. Vielleicht sollten wir doch hier meditieren. Aber mitten hier? So blöd. So unbequem. Nö, wir... Ja, der Einfachheit halber. Ich suche mir einen Unterschlupf hier direkt im Wasser. Wenn es anfängt zu regnen, habe ich Pech gehabt. Wetter sah gut aus. Gut. Dann kontrolliere ich jetzt noch nichts. Nein, ich wollte speichern. Und jetzt machen wir Folgendes. Ein Reload. Damit der Wolf auch in der Höhle ist und nicht in der Wand. Wenn er jetzt wieder in der Höhle in der Wand hängt, dann ist er da drin gespeichert worden und dann müssen wir jetzt zur anderen Hauptinsel. Das heißt, dann müssen wir genug
genug Raum zwischen den beiden haben. Die sind mir übrigens noch als Feind angezeigt, ne? Ihr seht sie da. Da vorne aufblinken. Chancen stehen also schlecht, dass ich die gleich erwische. Können, glaube ich, auch. Na, hier lang. Ah, doch nicht. Okay. Das war's. So, damit ist da schon wieder so eine Unendlichkeitsquest. Damit ist auch Skyros. Ja, Skyros schon erledigt. Und komplettiert. Da Schmerzen. Kann ich dir heute behilflich sein? Ach, mein armer Bruder. Er wollte Wölfe jagen, aber er wäre wohl besser bei Ziegen geblieben. Seine arme Witwe Nausika, sie tut mir so leid. Sie und die Kinder werden jetzt dringend Vorräte benötigen. Was brauchen sie? Ich habe noch Fleisch von meiner letzten Jagd, das sie haben können. Aber irgendjemand muss all diese Wölfe erledigen. Ach, mein Bruder. Du Narr, du warst noch nicht bereit. Lass mich raten. Du willst, dass ich die Wölfe jage? Nein, sie soll nur die Lieferung erhalten. Ich helfe dir. Du hast mein Wort. Das freut mich zu hören. Mögen die Mäuren dir hold sein. Okay, wild. Dann überbringen wir mal die Nachricht. Das ist sowieso dahin, wo ich hin will, ne? Ja. Geil. Liegt genau auf unserem Richtung. Unser Schiff liegt nämlich da hinten. Noch eine Quest. Es wimmelt hier so von Quests, ey. Kann man ja Gold farmen. Das ist für dich. Ich danke dir vielmals. Bitte, nimm dies. 1000 Drachmen. Den lasse ich jetzt aber mal stehen. Das sind halt wiederholbare Radiance Quests. Die sind nicht notwendig. Aber wenn wir die mal auf Weg haben, können wir sie mitnehmen. 1000 verdientes Gold ist leicht. Da. Oh, hier keuchen sie und auch genauso wie in Athen. Bei mir steht gerade der Stream. Ist das bei euch auch so? Oder läuft es flüssig? Lass mal eben kontrollieren. Ja, sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. So. Gut, zurück zum Schiff. Und vor allem sollen wir die Insel da hinten besuchen. Doch das werden wir in der nächsten Folge erleben. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.